Hallo ihr Lieben, heute mit einem echten amerikanischen Kultgericht. Angelehnt an Macaroni und Cheese, also Macaroni and Cheese, hier Scholz and Cheese. Sind Nudeln in Muschelform mit Käse. Ist es nicht die geilste Kombination der Welt? Nudeln und Käse. Ich glaube, Mac and Cheese ist auch das inoffizielle Nationalgericht in Amerika. Kann das sein? Kennt sich da jemand aus? Schreibt mal in die Kommentare, was ist neben Burger so eventuell das, was mag neben Burger das amerikanische Nationalgericht sein? Mac and Cheese ist da auch sehr, sehr geläufig und das ist sogar eine Fertiggericht-Variante, die noch einfacher ist als so manches Fertiggericht. Denn hier kommt nur noch Wasser rein in die Mikrowelle, 3 Minuten höchste Stufe kochen, danach kommt Käsesoße rein und dann kann man das genießen. Es ist ein Trockenprodukt und diese Trockenprodukte, gerade bei diesen Nudelvarianten, die haben immer so eine ellenlange Zutatenliste. Guckt mal ganz kurz drauf. Diese Nudeltrockenprodukte, jetzt gerade aus Amerika auch, die teste ich mit euch ganz gerne. Ich würde sie zum dauerhaften Verzehr ehrlicherweise nicht empfehlen. Aber gelegentlich mal hier zum Testen, weil ich habe auch keine Ahnung, da klappt man muss Chemie studiert haben, um das so zu verstehen. Ne? Da habe ich eine kleine Anekdote, vielleicht bevor ich die Dinger in die Mikrowelle reinhaue. Als ich in Berlin gewohnt habe, mal vor zig Jahren, hatte ich nicht mal einen Kühlschrank in der ersten Zeit. Und da habe ich immer diese Nudelfertiggerichte gegessen, diese Trockengerichte, die man mit Wasser aufkocht, wo dann auch die Soße gleichzeitig mit drin ist. Und die habe ich echt teilweise bis zu 3-mal abends pro Woche gegessen. Und irgendwann ist bei mir echt ein Hautausschlag ausgebrochen, Neurodermitis, im Ansatz. Im Ansatz habe ich bekommen. Und ich schwöre, vielleicht war es auch die schäbige Wohnung, in der ich gewohnt habe. Aber ich habe es ehrlich darauf zurückgeführt, dass ich wirklich viel zu häufig diese Trockennudeln gegessen haben. Die habe ich dann wirklich jetzt komplett abgesetzt. Esse ich also regelmäßig nicht mehr. Keine Trockennudeln, die man so in der Pfanne macht mit Wasser, never. Ihr wisst, was ich meine, ne? Diese Trockennudeln, Fertiggerichte. Ich glaube, da sind irgendwelche Zusatzstoffe drin, die ich einfach nicht vertrage. Nudeln, ja, mache ich, koche ich mir. Und dann gibt es aber meistens irgendeine Fertigsoße. Seht ihr da hinten auch, ne? Da gibt es eine richtig schöne Fertigsoße im Glas. Aber nicht mehr, wo so alles zusammen mit einer Verpackung ist. Soße, Nudeln, nur noch Wasser rein und aufkochen. Ich glaube, das habe ich damals nicht vertragen. Das war so eine kleine Storytime. Deswegen, ihr Lieben, wir achten ja auf unsere Gesundheit. Aber zwischendurch mit gutem Gewissen können wir uns auch mal sowas hier reinpfeifen. So, das mal ganz kurz gesagt. Ich öffne jetzt mal kurz diese Verpackung hier. Und ja, hier seht ihr, ganz normal Nudeln. Da ist auch schon so ein bisschen Käse drin. Muss ich jetzt mit Wasser bis zum Rand füllen. Und dann kommt auch dieses Zeug kommt auch rein. Krass, oder? Ich muss mal ganz kurz checken, bevor das in die Mikrowelle kommt. Oder vielleicht mache ich einen Cliffhanger. Nein, es ist haltbar bis Juli 2017, also sind vielleicht auch gar nicht so viele Zusatzstoffe drin, ihr Lieben. So, wir sehen uns gleich mit den Nudeln aus der Mikrowelle wieder. Bis gleich, ihr Lieben. Und so kommt es aus der Mikrowelle raus. Und es sieht etwa so gerade so ein bisschen traurig aus, ne? Es ist so ein bisschen grau, aber wir vergessen ja nicht. Hier haben wir noch die Käsesoße. Und da sehen wir auch ein bisschen das Problem des Produktes. Dieser wunderschöne Käse, der eigentlich in die Soße hier auch noch mit rein, so dieser, ich probiere das mal ganz kurz, Parmesankäse, der klebt hier auch an dieser Käsesoße hier fest. Cheese-Soße steht hier drauf, wow, oder? Sieht so ein bisschen aus wie aus einem Raumschiff. Ich versuche die mal aufzukriegen hier. Währenddessen verteilt sich der Käse, der eigentlich in die Soße gehört, auf meine Hände. So, und ja, ich habe es geschafft. Oh ja, jetzt sitzt ihr das spannend. Ihr kennt das. Diesen Moment mit dem Käse von meinem Kanal, und zwar für eine Cheesy Pasta Bowl. Da gab es nämlich auch diesen geilen Käse-Moment. Oh, das liebe ich ja total. Ja, komm schon. Käse. Sorry. Schaut mal, wie schön gelb das aussieht. Da werde ich ganz nervös. Da kommt hier schon einiges ins Beben. Ein Käsebeben. So. Njam, 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 njam. Kann ich da nur sagen. Ach, diese Farbe. Fantastico, fantastico. Gut gewählt, sage ich mal. Nur halt, dass meine Hände jetzt sowas von käsig sind. Und jetzt wird es richtig spannend. Das macht uns doch allen Spaß. Rumpampen in der Pampe. Ich probiere die jetzt einfach mal so, die Soße. Warte mal. Ach, Mist. Das schmeckt geil. Den Käse könnte man auch so essen, ohne Nudeln. So. Und jetzt wird aus einem sehr traurigen Nudel mit heißem Wasser wird ein leckeres Cheese and Shells bzw. Mac and Cheese Gericht, nur ohne Mac. Statt dem Mac sind hier die Shells drin. Oh mein Gott. Schaut mal, wie schön selmig das wird. Selmig. Kennt ihr das Wort selmig? Das finde ich irgendwie auch ganz,
Ganz lustig. Sagt man das überhaupt noch selmisch? Ich mag es. Oh, schaut mal. So sieht das Ganze aus. Ich bin mal gespannt. Einige werden vielleicht sagen, boah, ist das ekelhaft. Ich finde es gar nicht ekelhaft. Ich finde, das sieht sehr lecker aus. Es ist vielleicht nicht unbedingt natürlich, aber es riecht echt sehr schön käsig. Ich lasse das hier noch mal ein bisschen durchziehen mit dem Käse. Und gleich gibt es den ersten Löffel to go. So, ihr Lieben, jetzt gibt es einen leckeren Löffel Käse und Nudeln, wie ihr wollt. Nicht? Okay, dann gönne ich mir das. Ich beiß da gerne rein. Beziehungsweise beiß da gerne zu. Mit der Käsesoße, das ist wirklich sehr, sehr lecker. Allerdings sollte man es wirklich länger als 3 Minuten, also es kommt ja 3 Minuten in die Mikrowelle. Und danach sollte man die Nudeln nochmal so mit der Käsesoße so 2 Minuten stehen lassen, damit das Ganze so schön miteinander verquellt und eine schöne Einheit bildet. Käse und Nudeln. Ein Gottesgeschenk, oder? Ich liebe es. Ist wirklich ganz lecker. Nicht für regelmäßig, aber für gelegentlich mal so ein Gericht, ja? Ich würde es jetzt nicht regelmäßig in meinen Speiseplan einbauen, aber wenn man Bock drauf hat, dann geht das und nichts im Hause hat, dann geht das wirklich. Zum Vergleich ist ja so die Liga der Terrinen. In Deutschland haben wir ja die Maggi-Terrinen und da, bei den Maggi-Terrinen, haben wir am liebsten die Spaghetti Bolognese geschmeckt. Die fand ich richtig, richtig cool damals. Spaghetti, oh Gott, das war die Spaghetti Bolognese von Maggi. Und da habe ich immer so gepuncht, ich habe da immer noch Babybells reingeknallt und so weiter und so fort. Das war echt ein Träumchen. Und die habe ich auch gut vertragen, die 5-Minuten-Terrinen da von Maggi. Nur diese Nudelfertiggerichte, wo die Soße mit in diesen Packungen drin ist, die man dann mit einem Topf macht oder in der Pfanne, weil das, glaube ich, macht, habe ich nicht vertragen. Ich glaube, da ist irgendein Zusatzstoff drin, keine Ahnung. Die habe ich komplett von meinem Ernährungsplan gestrichen. Deswegen, das hier kann man sich mal gönnen. Nicht immer, auch nicht immer öfter, aber wenn es mal sein muss, dann schmeckt es. Oder wenn man mal gerade nichts da hat, wirklich, bevor ich jetzt einen Lieferdienst hier order, oder ich habe, das hat auch zum Glück nur 220 Kalorien, ihr Lieben. Deswegen ist es ganz, ganz überschaubar. Und weil er mich ja als Gourmet kennt, knall ich hier nochmal Tomatenketchup rein, damit es noch leckerer. Also, Terrinskala, wollt ihr das noch sehen? Ja, das wollt ihr auch noch sehen, oder? So, auf der Terrinskala bekommt das Ganze hier 7 Punkte, das habt ihr auch schon mitbekommen. Und ja, ich weiß, es ist jetzt keine eine richtige Matsche ist das hier. Und mit Ketchup schmeckt es sogar noch besser. Damit wird es, oh mein Gott, ja, Experte fürs Punchen. Der Junkfood-Guru. So, ich will euch nicht länger foltern hier. 7 Punkte bekommt das Ganze von mir. Gibt es aber halt bisher nur in den USA. Hier gibt es ja die 5-Minuten-Terrine. Wenn ich die mal testen soll, schreibt mal in die Kommentare. Würde mich freuen. Ansonsten gerne einen Daumen nach oben. Kanal hier oben abonnieren, nicht vergessen für noch mehr ausgefallene Fertiggerichte hier vom Junkfood Guru aus der ganzen Welt. Immer gern gegessen, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss.